Grüß euch, herzlich willkommen. Ja, hier kommt der Reisebericht aus Island. Wenn ihr also Wolliges in diesem Video erwartet, werdet ihr enttäuscht sein. Ich werde keine Projekte zeigen. Vielleicht zeige ich die Wolleinkäufe, die hänge ich hinten hin, die ich in Island erstanden habe, aber das ist relativ überschaubar, was das ist. Und es geht hier einfach um meine Reise nach Island und ich möchte euch so meine Eindrücke wiedergeben. Für alle, die jetzt da einen professionellen Reisebericht erwarten, muss ich euch ebenfalls enttäuschen. Einerseits bin ich keine Island-Expertin, ich war jetzt ein einziges Mal auf dieser Insel und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die sich deutlich besser auskennen, die vielleicht auch bessere Highlights erlebt haben und mehr Tipps geben können. Also es ist wirklich so ein ganz subjektiver Eindruck von mir, den ich in diesen 10 Tagen bekommen habe. Und ich zeige euch natürlich auch einige Fotos und auch hier muss ich sagen, da gibt es wahrscheinlich deutlich bessere. Ich habe keine professionelle Kameraausrüstung, ich habe alles mit dem Handy fotografiert und ja, meine Eindrücke einfach da eingefangen. Ich bin auch keine Fotografin und ich weiß auch nicht, ob ich da den passenden Blick für alles habe. Ja. Aber trotzdem möchte ich euch teilhaben lassen. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute das jetzt anschauen. Vielleicht interessiert es auch keinen, dann ist es vielleicht ein Reisebericht, der für mich dann so eine Erinnerung an diese Reise ist. Wenn ihr euch jetzt hier im Ambiente ein bisschen wundert, schaut ganz anders aus als sonst. Ja, ich bin auch nicht zu Hause. Ich mache gerade Katzensitting bei meiner Tochter. Die ist im Urlaub und hat 2 Katzen und damit die sich nicht so alleine fühlen, die werden schon von mir auch versorgt, aber damit sie sich nicht ganz so alleine fühlen, bleibe ich ab und zu auch mal hier über Nacht und ja, kümmere mich um die 2. Ich weiß nicht, ob sie ins Blickfeld kommen, die sind eher scheu. Aber ja, manchmal sind sie auch neugierig. Kann sein, dass die ein oder andere auftaucht. So, aber jetzt beginnen wir mit dem Reisebericht. Es ging los. Ja, von Kempten aus und wir sind dort am Bahnhof gestartet. Der Anfang war nicht so schön, weil wir wollten mit der Bahn anreisen, bietet sich ja an mit dem 9-Euro-Ticket und ich habe auch ganz viele positive Erfahrungen mit der Deutschen Bahn, aber das war jetzt keine positive, weil unser Zug hatte erstmal Verspätung. Das ist jetzt nichts Neues, wir haben das auch eingeplant, sind wirklich rechtzeitig losgekommen, dass wir auch, keine Ahnung, da einfach einen Puffer haben. Die Verspätung wurde immer länger. Es war das Problem dann, dass in Kempten der Bahnhof sehr veraltet ist. Die Anzeige ist nur an vereinzelten Stellen zu lesen. Wir haben uns dann mit der App beholfen. Durchsagen sind absolut unverständlich am Bahngleis. Und irgendwann kam zu der Zeit, wo auf der App angezeigt wurde, ein Zug auf dem Gleis eingefahren. Ja, was macht man natürlich? Man steigt ein. Wir haben dann auch sofort gemerkt, innen drinnen, das ist nicht der richtige Zug, der fährt in die falsche Richtung. Konnten aber nicht mehr raus, weil die Türen schon zu waren. Ja, sind wir also erstmal in die falsche Richtung gefahren, bis zum nächsten Bahnhof. Das war nicht allzu weit. Ja, langsam hatten wir Panik, weil wir mussten ja zu unserem Flieger nach München was tun. Letztendlich habe ich dann meinen Freund angerufen, der war Gott sei Dank an dem Tag nach zu Hause und habe ihn gebeten, dass er uns zum Flughafen fährt. Das hat er ganz liebenswerterweise gemacht und ja, so sind wir dann in München angekommen. Dort ging dann alles glatt und ja, mit dem Flieger ging es dann nach Reykjavik, nach Island zum Flughafen in Keflavik und dort hat unser großes Abenteuer begonnen. Wir haben dort dann einen Mietwagen genommen, das haben wir alles vorab schon gebucht gehabt und sind in die Hauptstadt nach Reykjavik. Es war dann inzwischen schon Abend, also wir sind ziemlich spät angekommen, glaube so irgendwann um 10, halb 11 in der Nacht. Und die Unterkunft war in Ordnung, war schön zentral gelegen und ja, an dem Tag ist dann nichts mehr passiert. Wir waren auch dann ziemlich platt von dieser doch etwas abenteuerlichen Anreise. So, am nächsten Tag stand Punkt 1 die Stadtbesichtigung von Reykjavik auf dem Programm. Also wenn ich ab und zu nach unten schaue, schaue ich übrigens in dieses Büchlein rein. Das ist mein Reisetagebuch, das ich geschrieben habe. Sage ich vielleicht am Ende noch mal was dazu. Ja, und in Reykjavik ist die Hauptstadt. Man erwartet dann immer eine große Stadt, wenn es die Hauptstadt von einem Land ist. Reykjavik ist sehr überschaubar und wirkt auch nicht wie eine Hauptstadt.
Also es gibt keine großen Wolkenkratzer oder nur vereinzelt und das Stadtzentrum ist ja sehr überschaubar und wirkt eher so wie eine mittelgroße Stadt. Ich fand das sehr, sehr angenehm, weil normal, wenn man durch eine Fußgängerzone läuft, bei uns schaut die eigentlich in jeder Stadt gleich aus, auch in anderen europäischen Städten. Es sind immer die großen Marken zu finden und in Reykjavik überhaupt nicht. Es gibt sie, glaube ich, in irgendwelchen Einkaufszentren am Stadtrand, aber in Innenstadt, das waren überwiegend sehr schöne und ungewöhnliche Läden, wo man auch so ein bisschen gucken konnte und die einfach auch sehr interessant waren. Also die haben wir uns angeschaut, dann natürlich die Hallgrímskirche. Das ist die, die am bekanntesten ist. Die steht auf einem Hügel und ist sehr beeindruckend, einmal äußerlich. Die ist wie so ein, ich zeige euch das Foto dann hinterher, seht ihr, hat so diese Optik von Lavasäulen und wir haben diese Lavasäulen dann später auch noch in der freien Natur gesehen. Innen konnte man nur einen kleinen Blick reinwerfen, weil zu der Zeit war sie noch nicht geöffnet. Wir waren sehr früh dran mit unserem Stadtbummel, weil ja, man hat 2 Stunden Zeitverschiebung. Wir sind beide berufstätig und also im Endeffekt war ich um 4 Uhr morgens wach. Hab dann noch ein bisschen geschlafen und dann haben wir wirklich gewartet, bis es endlich Frühstück gibt und sind dann gleich danach gestartet. Aber die Läden haben dann eben erst später aufgemacht. Gut, dann ging es dann weiter von dieser Hallgrímskirche eben durch die Innenstadt, durch die Fußgängerzone. Dann, ja, es gab dann so verschiedene Sehenswürdigkeiten. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist die Harpa. Das ist sozusagen die isländische Elbphilharmonie. Das Gebäude ähnelt wirklich dem Gebäude in Hamburg, auch mit so Spiegel fast, also oder Glasfassade dran. Sehr schön und ja, passt auch gut an die Stelle hin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dort auch schöne Konzerte zu finden sind. Und in der Stadt selber gibt es auch ein Viertel mit so kleinen schnuckeligen Häusern. Es gibt einen See innen drinnen. Wir sind dann noch ein bisschen außerhalb vom Stadtzentrum unterwegs gewesen, weil ich, wenn ich eine Stadt anschaue, schaue ich immer gerne auf Friedhöfe. Das ist so ein bisschen ein Spleen von mir, weil ich finde das immer interessant, wie die Leute ihrer Toten gedenken. Und das haben wir dort auch gemacht. Ich finde auch, die Friedhöfe sind immer so ein bisschen verwunschene Orte. Da kann man so ein bisschen den Geist der Geschichte auch spüren. Ja. Und vom Friedhof ging es dann in das Botschaftsviertel, wo etwas modernere Häuser waren. Und ja, und dann haben wir noch eine Fischsuppe gegessen und damit war die Stadtbesichtigung dann auch schon beendet. Es war dann schon in der Mittagszeit oder ja, früher Nachmittag. Ja, es fehlt natürlich noch eins bei einer Stadtbesichtigung, nämlich das Wollgeschäft. Jo, da sind wir dann auch hin. Wir sind dann zur Handknitting Association of Iceland. Die haben einen Laden, ja, eben in dieser Fußgängerzone. Ich hatte mir etwas mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wird ja auch so ein bisschen in jedem Reiseführer erwähnt. Es gibt in Island generell ganz viele Läden, wo irgendwas mit Wolle vorne dran steht, aber man bekommt sehr viel fertig gestrickte Sachen, eben diese typischen Island-Pullis. Wolle selber, also Wollladen mit vielseitiger Auswahl, habe ich keine getroffen. Also in diesem Laden, wo man drin waren eben sehr viel gestrickte Sachen drinnen. Dort holen auch die Frauen aus Island wohl ihre Wolle ab, die sie dann zu Hause verstricken und dort wieder abgeben. Das wird dann eben verkauft. Ich war natürlich interessiert an der Wolle an sich, denn sie hatten schon auch eine gute Auswahl an dieser Lopi-Wolle. Da habe ich mich dann auch eingedeckt gleich. Es gab auch noch ein bisschen andere Wolle da, handgefärbte Wolle, aber fand ich jetzt nicht so spannend. Also die Vase fand ich relativ teuer und dazu zu wenig spektakulär, dass ich das Geld da ausgegeben hätte. Ja. Also deswegen habe ich mich auf die Lopi-Wolle beschränkt, habe eine Pullovermenge eingekauft, zeige ich euch hinterher, weil das habe ich jetzt hier nicht dabei. Und ja, damit war Reykjavik der erste Haken, was wir gesehen haben. So, dann sind wir weitergefahren zu unserer nächsten Unterkunft. Die lag etwas entfernt in Selfoss. Und da wir ja noch ein bisschen Zeit hatten, weil die Stadtführung nicht so lange gedauert hat, haben wir gedacht, ja, fahren wir ein bisschen über Land und sind dann die Halbinsel Reykjanes entlang gefahren und waren da dann schon voll und ganz begeistert.
Also Reykjanes ist die Halbinsel vor Reykjavik und die wartet schon mit ganz tollen landschaftlichen Bildern auf sich. Also wir hatten das Glück, dass wir zur Lupinenblüte in Island waren. Das hatte ich gar nicht gewusst. Ich habe noch, wo wir das Mietauto abgeholt haben, waren so ein paar Lupinenstauden am Parkplatz dran. Ich habe extra nochmal angehalten und habe dann ein Foto gemacht von diesen wild wachsenden Lupinen. Habe aber dann sehr schnell gemerkt, halb Island ist voller Lupinen. Zwar sind das diese Alaska-Lupinen, die blühen so lila-blau. Sieht ihr auch auf Fotos. Und das ist ein unglaublicher Anblick. Ah, also man hat so diese relativ karge Landschaft und dann drinnen diese sehr farbenfreudigen Blumen dann, die sich also zum Teil über riesige Felder erstrecken. Und ansonsten sind wir eben auch vorbeigefahren. Wir sind dann so ein bisschen an der Küste entlang gefahren, bergauf, bergab, immer wieder mit schönen Ausblicken. Irgendwann haben wir dann gemerkt, dass es an der Seite irgendwie dampft. Da war dann auch ein Parkplatz und da haben wir angehalten und das war so die ersten Schwefelquellen und die erste Thermodynamik oder Thermodynamik sagt man das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall unser erstes Erlebnis mit diesen Kräften der Erde, die da zutage kommen. Das waren so ein Erdlöcher, wo es dann auch so gepluppert hat. Es hat ziemlich stark nach Schwefel gerochen, war auch alles so in Gelbtönen. Und das hieß Seltun Krüsavik, habe ich aufgeschrieben, oder Krüsovik. Und das war so unser erstes Erlebnis dort. Und ich fand es vor allem auch faszinierend, wenn bei uns irgend sowas wäre, hätten wir einen Wahnsinns-Nationalpark außenrum gemacht mit was weiß ich alles. Und hier waren ein paar Schilder und ein Parkplatz vorne dran und so ein paar Stege und da ist man halt dann so durchgelaufen. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen typisch isländisch. Und das ist gut erschlossen, also man kann es gut besichtigen, aber es ist kein Wahnsinns-Tamtam außenrum. Ja, und dann waren wir noch kurz am Meer, haben noch einen Spaziergang gemacht und sind dann zu unserer zweiten Unterkunft. Das war ein Guesthaus in der Nähe von Selfoss. Der Inhaber, der Gastwirt, sagt man das, oder der Betreiber, war sehr, sehr freundlich, hat uns alles gezeigt. Wir hatten ein wunderschönes Zimmer. Wir hatten fast immer Zimmer mit geteiltem Bad. Am Anfang haben wir dann schon gesagt, ab und zu wollen wir ein eigenes Bad. Im Nachhinein muss ich sagen, hätte es nicht gebraucht. Ich habe mir das immer so vorgestellt wie Jugendherberge, dass ich mit 50 Leuten ein Bad teilen muss und dann irgendwo so in die total versiffte Dusche dann rein muss. Aber es waren meistens 3, 4 Zimmer, die sich ein Bad geteilt haben. Und das hat gut funktioniert. So, ist der erste Kater da, aber er lässt sich nicht. Dann der nächste Tag. Der nächste Tag, da wollten wir den Golden Circle anschauen. Das ist so die Haupttouristenattraktion, glaube ich, auf Island. Es sind verschiedene Dinge, die eben sehr spektakulär sind, sehr gut erreichbar sind in der Nähe von Reykjavik. Und wir sind dann auch sehr zeitig nach dem Frühstück wieder gestartet. Zum Frühstück hat uns der Inhaber des Gästehauses dann noch erklärt, was er für Spezialitäten für Isländische gibt zum Essen dort. War auch sehr freundlich und nett. Und dann haben wir zunächst einen Krater angeguckt, in dem so ein schöner blauer See unten war. Das ging relativ schnell, also ein kurzer Spaziergang um diesen Krater herum. Und dann ging es nach Þingvellir. Das ist diese berühmte Kontinentalspalte, die es da eben gibt. Auf der einen Seite ist die nordamerikanische Kontinentalplatte, auf der anderen Seite die europäische. Und die driftet da so auseinander. Und man kann zwischendrin durchlaufen. Sind sehr, sehr markante und interessante Felsformationen, die man dort sieht. Es gibt auch einen kleinen Wasserfall, ist alles sehr gut erschlossen. Nachteil ist, es waren unglaublich viele Leute dort. Also das war wirklich, glaube ich, das, was wir angeguckt haben, wo am meisten Leute waren. Sonst hatten wir immer Glück. Aber
wie es dann oft so ist, wenn man ein bisschen sich entfernt von dem Ganzen. Wir sind dann entlang gelaufen und am Ende waren wir dann wieder fast alleine. Das war wieder total toll und ich muss auch sagen, das war fast auch der Teil, wo am schönsten war, weil der Weg dann klein war, weil das dann alles so ein bisschen enger geworden ist und man auch schöne Ausblicke hatte. Jo. Also das war diese Kontinentalspalte, hat uns gut gefallen und ja, und dann sollte es weitergehen. Zwischen war es dann Mittag und wir hatten langsam Hunger. Deswegen haben wir gedacht, in der Nähe sollte ein Ort sein, in dem es ein Tomatengewächshaus gibt. Die Gewächshäuser gibt es häufig auf Island. Die werden mit den Thermalquellen eben beheizt und Tomaten drin angebaut oder anderes Gemüse. Und in diesem Gewächshaus in einer Stadt namens Reykholt sollte es ein Restaurant geben. Ja, Navi eingegeben, losgefahren und wir waren dann schon ein bisschen erstaunt. Das Navi hat uns dann erstmal so auf eine Schotterpiste gelotst. Gibt es in Island auch häufig. Deswegen man dachte, ja, wird vielleicht eine Abkürzung sein, dass man da schnell hinkommen. Also in Island sind nur die großen Hauptverkehrsstraßen sind geteert und sobald man sich dann runter bewegt, landet man sehr schnell auf Schotterstraßen, die normalerweise auch gut befahrbar war, so war es in dem Fall auch. Allerdings hat sich die Straße dann irgendwann verändert. Es ging erstens ziemlich bergauf und dann gemerkt, links und rechts, Schnee kommt näher, da lag da noch. Und die Straße war dann auch nicht mehr so gut. Also wir waren dann sehr froh, dass wir eine Steinschlagversicherung für unser Auto abgeschlossen haben. Man hat schon ordentlich manchmal was scheppern gehört. Ausblick war grandios, also es war tolle Strecke, deswegen haben wir jetzt auch gar nicht so viel gedacht. Irgendwann haben wir wieder aufs Navi geguckt. Navi hat gesagt, passt, richtig, okay, fahren wir weiter. Ja, Hunger war inzwischen größer, langsam ist uns die Sache schon komisch vorgekommen, aber umdrehen wollten wir dann auch nicht mehr. Ja, was dann noch interessant war, es ging dann wieder bergab, also von diesen Bergen runter. Und irgendwann war dann ein Schild, dass hier eine Sehenswürdigkeit ist. Und ich gesagt, ja, jetzt halten wir kurz an, machen wir Pause. Sind jetzt lang genug gefahren, haben geguckt, was da ist. Ah, eine Quelle. Eine Heißwasserquelle. Und da ging man in so ein Wäldchen hinein. Also es war wirklich total in der Pampa. Nur eine Schotterstraße vorne dran, außenrum mehr oder weniger nichts. Ein Wäldchen. Und da war dann so ein Naturbecken. Das war zwar von Menschen angelegt, aber sah relativ natürlich aus, Hand reingehalten, super Badewanne, warmes Wasser. Ja, und da haben wir natürlich nicht gezögert. Bikinis und etc. waren im Auto mit Handtüchern. Wir waren auf alles vorbereitet und haben uns erstmal in diese heiße Quelle reingesetzt. Das war sehr entspannend, war super angenehm und ja, also es war fast zu warm. Also man musste immer wieder mal raus, weil ja, das Wasser hatte über 40 Grad. Also es ist auf die Dauer auch, glaube ich, nicht so gesund, wenn man da ewig drin sitzen bleibt. Aber wir haben es eine ganze Weile ausgehalten. Wir haben dann auch noch eine Dame getroffen, die alleine mit dem Bus unterwegs war und quasi so eine Art Weltreise gemacht hat. War auch eine mega interessante Unterhaltung mit ihr. Ja, gut. Mit etwas besserer Laune sind wir dann weitergefahren, immer noch auf der Suche nach unserem Gewächshaus mit Tomaten und Restaurant. Irgendwann haben wir auch diesen Ort namens Rekold gefunden. Wir haben auch ein Gewächshaus gefunden mit Tomaten und euphorisch sind wir natürlich hingelaufen und da kam uns dann ein Herr entgegen, der dort gearbeitet hat und hat uns sehr erstaunt angeguckt und hat gefragt, ja, wo denn hier das Restaurant ist. Er hat uns groß angeschaut und gesagt, ja, hier gibt es kein Restaurant, wir müssten hier wohl falsch sein. Und dann haben wir gefragt, ja, vielleicht woanders. Und irgendwie, er wollte es uns dann erklären. Normal können die Isländer zwar Englisch, aber nicht alle ganz gut. Und der konnte es eher nicht so gut. Also tat sich sehr schwer, das uns zu erklären, hat uns aber dann gesagt, wir sollen mitkommen. Und dann sind wir so in diesen Raum, wo sich die Arbeiter aufhalten, sind wir rein und da war eine große Islandkarte. Und da hat es uns dann erklärt, auf Island gibt es zwei Orte namens Reykholt. Und der eine liegt da und der andere da. Und da hätten wir hin müssen und da waren wir jetzt ungefähr 120 Kilometer entfernt auf Schotterstraßen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, uns ist das Gesicht dermaßen entgleist, also und wir hatten Hunger und ja, auf jeden Fall waren wir in dem Moment etwas frustriert. Der Mann war super freundlich, also er hat uns dann versucht zu erklären,
was wir da in der Gegend, wenn man es da schon eh sind, alles anschauen könnten und dass es da ja auch tolle Sachen gibt und da könnten wir noch essen. Und er hat uns dann noch eine Karte mitgegeben, dass wir die Sachen auch finden. Aber es hat uns halt alles nichts genützt, weil unsere Unterkunft halt auf der anderen Seite war. Ja, wir waren dann erstmal essen, zwar keine Tomatensuppe und ohne Gewächshaus, aber Essen gab's. Und dann mussten wir diese ganze Strecke wieder zurückfahren. Ich habe dann noch geguckt, ob wir auf einer normalen Straße fahren können, aber da wäre der Umweg enorm groß gewesen. Ja, letztendlich sind wir dann relativ spät am zweiten Teil vom Golden Circle angekommen. Auf dem Programm standen dann noch der Geysir und noch ein Wasserfall. Das Ganze hatte den Vorteil, wir kamen da dann erst spät abends hin. Was heißt spät abends? Also erst so, glaube ich, um 9 herum. Und da war der große Rand schon weg. Also wir waren an diesem Geysir, den viele von euch vielleicht kennen, wo es dann so schön raussprudelt, waren wir mehr oder weniger fast alleine da dran gestanden. Und das war natürlich auch toll. Ja, also das ohne den großen Menschenauflauf zu sehen. Und genauso ging es uns dann bei dem Gullfoss-Wasserfall, den wir dann auch gesehen haben, der gigantisch ist, weil das eigentlich zwei Wasserfälle sind, die da so im 90-Grad-Winkel da hintereinander sind und oben dran hat man einen ganz ruhigen Fluss und unten dran dann eine reißende Schlucht. Also das sieht man so, wie sich Wasser einfach dann auch verändern kann. Ja, und nachdem wir das angeguckt haben, sind wir dann zur Unterkunft und da kam man dann irgendwann abends hin. Das Ganze mit abends was anschauen war kein Problem. Wir haben es auch dann später mal noch so ein bisschen genutzt, weil in Island ist es ja zu dieser Zeit hier richtig dunkel. Also wir hatten also so einen richtig dunklen Himmel, so mit Sternen oder so, haben wir nicht gesehen. Es war maximal ein bisschen dämmerig in Mitternacht, aber sonst war es immer hell. Die Sonne ging im Süden so um 11 unter. Im Norden, wo wir waren, ist ja noch ein bisschen weiter oben um 12, halb eins und sie ist dann immer so 2 bis 3 Stunden später schon wieder aufgegangen. Ja, gut, das war der zweite Tag. Gut, das war der zweite Tag und ja, am nächsten Tag waren wir zwar noch etwas gerädert von diesem großen Abenteuer mit unserer Schotterstraße, aber wir sind natürlich weitergefahren zur nächsten Unterkunft und haben dann, zuerst haben wir so eine Art, ja, so ein, war ziemlich klein, so ein kleiner Art Bauernhofmuseum, kann man sagen, also so, die hatten früher Häuser, die haben sie ziemlich in die Landschaft eingebettet. Also man muss sich wirklich das so vorstellen, wie ich habe das einfach auch so Hobbithausen getauft für mich. Also die Hobbits wohnen ja auch in so Erdhügeln und so schaut das auch aus. Man hat so Erdhügeln und vorne dran sind Türen und dort sind dann vorwiegend auch Schuppen. Aber ich glaube, die haben zum Teil tatsächlich da auch drin gewohnt. Und das war eben so zum Angucken und von früheren Zeiten. Da haben wir zuerst durchgeguckt. Hingeguckt und dann ging es weiter zum Wasserfall. Nein, dann ging es erst weiter zum Lava Center. Genau, das war etwas, da haben wir, also waren wir so erst so ein bisschen erstaunt, warum wir das überhaupt auf dem Programm haben. Wir haben das ja so einem Reiseanbieter, der hat uns das dann mitgebucht und wir konnten uns gar nicht erinnern. Und das ist eine Ausstellung über Vulkane und Vulkanismus. Aber im Nachhinein muss ich sagen, war das ein guter Vorschlag und es war sehr interessant und da sieht man, wie man Ausstellungen wirklich gewinnbringend und modern gestalten kann. Also es wird dort eben gezeigt, was für Vulkane es auf Island gibt, warum überhaupt auf Island so viel Vulkantätigkeit ist,
was für verschiedene Vulkane es generell gibt, die Auswirkungen von den Vulkanen, also wann eben mehr Feuer kommt, wann mehr Rauch kommt und so weiter. Und das Ganze eben nicht mit irgendwelchen schnöden Schautafeln, sondern eben ganz anschaulich. Also zum Beispiel hat man einen großen Bildschirm gehabt und man hat sich dann auf eine bestimmte Stelle gestellt und dann hat man auf dieser Leinwand auf irgendeinen Punkt gezeigt und da kamen dann Informationen, da ist der Vulkan ausgebrochen und die Platte, auf der man gestanden hat, hat dann so leicht zum Rütteln angefangen. Ah, also sehr, sehr gut gestaltet, auch mit alle Sinne wurden angesprochen und man konnte sich viele Dinge sehr gut vorstellen. Ja, das haben wir uns angeschaut und dann sind wir weitergefahren zum nächsten Wasserfall, den Seljafossen Wasserfall. Der ist sehr spektakulär, weil man da einmal drumherum laufen kann. Also da hat hinten, wie so viele Wasserfälle, haben wir hinten so eine coole Grotte und konnte man bei dem auch machen. Das war ein bisschen nass, aber ja, man ist jetzt nicht batschnass geworden, also man ist ein bisschen feucht geworden. Und war natürlich auch sehr interessant. Waren Leute da, aber es war nicht überlaufen, fand ich. Also man konnte es gut anschauen. Und dann sind wir noch ein Stückchen weiter gelaufen. Da war noch mal ein Wasserfall. Da musste man erst so durch ein Bachbett ein bisschen durchwarten, aber auch nicht schlimm, nicht spektakulär. Man konnte sich ziemlich auf den Steinen halten. Und es war dann in so einer, ja, so wie so eine Art Höhle oder eine Art Grotte, kam dann von oben das Wasser runter. Auch das war sehr, sehr schön und sehr stimmungsvoll. Und da waren dann auch fast keine Leute mehr oder wenige Leute. Also ich war kurze Zeit ganz allein in dieser Grotte gestanden. Meine Freundin, die hatte keine wasserfesten Schuhe an, die ist draußen geblieben. Und ja, also es war schon sehr beeindruckend. Und wenn ich solche Naturgewalten sehe, stelle ich mir immer dann auch früher die Menschen vor, die das da nicht so erklären können, wie wir uns heute das erklären können und die dann wahrscheinlich da irgendwelche mächtige Wesen dahinter sehen, die das Ganze verursachen. Ja, und von dort aus ging es dann weiter. Jetzt muss ich mal ein bisschen auf meinem Ding gucken. Genau, dann sind wir ein ganzes Stück weitergefahren, nämlich vorbei an diesem Vulkan, dem Eyjafjallajökull. Ja, das kann ich inzwischen aussprechen, aber viele andere Worte auf Isländisch nicht. Also das war immer unser Problem, wenn wir irgendwas benennen wollten. Wir konnten es zwar lesen, aber nicht richtig aussprechen. Ja, und dieser Vulkan, den kennt ihr vielleicht, weil 2010 ist der gewaltig ausgebrochen und hat da den gesamten europäischen Flugverkehr mehr oder weniger lahmgelegt, glaube bis hinein in die USA. Als wir vorbeigefahren sind, war er ganz brav und still, aber ich glaube, ein, zwei Tage danach muss das gewesen sein, da hat er tatsächlich ein kleines bisschen gespuckt. Ah, also da haben wir dann irgendwo den Nachrichten gesehen, dass da ein kleines bisschen Asche wohl rausgekommen ist und ich habe mich auf dem Rückflug noch mit einer Frau unterhalten und die hat es auch nicht gewusst, aber war dann wohl zu der Zeit und hat gesagt, ah, drum war da auf einmal die Luft so dreckig und staubig. Also die hat es da mitbekommen. Ja, auf dem Weg haben wir dann noch gegessen in einem schönen Bauernhofrestaurant. Das ist auch, gibt es in Island des Öfteren, dass Bauernhöfe einfach, gerade wenn sie an dieser Touristenstraße sind, umgebaut werden zu Restaurants. Und wir haben immer gut gegessen. Essen ist sehr teuer auf Island, das muss man allerdings sagen. Also man kann die Preise von hier fast verdoppeln und kommt unbedingt ungefähr dann auf das Niveau in Island. Aber ja, man braucht ja irgendwann auch mal was im Magen. Und wenn es dann gut schmeckt, dann ist es für mich dann auch noch in Ordnung. Jo, und dann sind wir irgendwann auch bei unserem nächsten Unterkunft angekommen. Das war ein Hotel an dem Wasserfall Skógafoss. Da war dann das Wetter ein bisschen schlechter. Wir hatten sonst bisher immer gutes Wetter und auch sonst weiterhin meistens gutes Wetter. Also aber da der letzte Tag ja so lange gedauert hat, haben wir an den A-Tag eben beschlossen, wir werden heute mal ein bisschen entspannter den Abend verbringen und den Wasserfall ganz in der Früh morgen anschauen, wenn niemand dran ist. So haben wir gehofft und dafür früh ins Bett gehen und das haben wir dann auch gemacht.
am nächsten Morgen vor dem Frühstück sind wir dann gleich Richtung Wasserfall gelaufen. Der lag also wirklich neben dem Hotel, also quasi in Blickweite, und waren dann ganz alleine an diesem tollen Skuggafoss-Wasserfall, der auch sehr bekannt ist und der sehr spektakulär ist. Wir waren am Wasserfall und was da toll ist, man kann an der Seite hochlaufen und dort dann auch runterschauen, und die Landschaft dahinter ist grandios. Wir sind dann ein Stückchen hintergelaufen, vielleicht so 1,5 Kilometer, dann mussten wir wieder umdrehen. Da hätte uns die Zeit gefehlt. Aber ich glaube, wenn ich da nochmal vorbeikomme, nehme ich mir wirklich die Zeit und laufe da dieses Tal entlang. Also das war wirklich ein sehr, sehr schöner Wanderweg. So geht immer so leicht ansteigend, also nicht so mega anstrengend. Man hat immer so eine Schlucht mit schönen Wasserfällen, schönen Ausblicken und ja, man muss ja so ein bisschen Ideen haben, falls man nochmal dahin kommt. Ja, dann sind wir zurück zum Hotel, da haben wir dann erst gefrühstückt und sind dann weitergefahren, und zwar ging es an diesem Tag in die Eiswelt. Ja. Zunächst haben wir noch einen Halt gemacht an einem Fersen am Kap Duholai. Duholai, so heißt es, ist ein Felsen mit so einem großen Felsentor. Eigentlich gibt es dort auch viele Papageientaucher, habe ich leider keinen einzigen gesehen auf Island, aber ganz viele andere Sachen dafür, deswegen bin ich da auch nicht traurig. Und viele andere Vögel hat man dort gesehen, ganz viele Möwen, und ja, dort windet es unglaublich. Ich glaube, dort windet es immer. Bei uns hat es ganz arg gewindet. Aber wir sind dann da eine Weile entlang gelaufen. Man sieht dann die Brandung vom Meer, der so wie die da reinprescht, und diese dunklen Felsen. Und das ist natürlich auch ein tolles Bild, die weiße Gischt, die Felsen, dann die Vögel oben drüber. Und dahinter ist ein ewig langer schwarzer Strand. Also wird immer so angepriesen in Island, hier ein schwarzer Strand, ganz toll und mega. Ich habe es nicht so ganz verstanden, weil in Island alle Strände schwarz sind. Also rundherum, wir sind ja einmal rundherum, wir haben ganz viele schwarze Strände gesehen und es waren viele schön. Und warum gerade dieser jetzt dann so mega schön sein soll, okay, mag sein. Aber es gibt auch viele andere, ist meine Meinung. Ja, und dort sind wir dann beim Rückweg dann allerdings ziemlich in den Regen gekommen. Wir hatten ziemlich Rückenwind, das heißt, der Regen war so, dass wir tatsächlich hinten total nass waren, vorne fast trocken. War dann auch praktisch, weil wir mussten rückwärts bergauf laufen. Der Wind hat uns quasi den Berg hinaufgeschoben, Sand, Regen, aber im Auto haben wir uns dann erstmal ein bisschen trocken gelegt und sind dann weitergefahren. Und es ging dann über eine Ebene. Also es ging am Meer entlang, auch hier immer wieder schöne Ausblicke, und dann ging es über eine Ebene und die hat auch total irre ausgeschaut. Also das waren lauter so große Felsblocken, die komplett von Moos überwuchert wurden. Und ja, also es hat ausgeschaut wie auf einem anderen Planeten. Und Island ist tatsächlich, wenn man so ein bisschen nachgelesen, auch verwendet worden schon für viele Filmproduktionen und gerade für solche, die auf anderen Planeten spielen. Und das konnte ich mir da sehr gut vorstellen. Also, oder ja, also dass man da irgendwie eine fiktive Landschaft macht, die eben nicht von dieser Welt ist. Obwohl sie da natürlich von dieser Welt ist. Ja, am Ende von dieser moosbewachsenen Ebene, die hat bestimmt auch einen Namen, aber habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, kamen dann die Gletscher. Island ist ja zu einem großen Teil von Gletschern bedeckt. Es gibt einen ganz großen Gletscher, das komm ich dann nachher dazu, und noch ein paar kleinere. Und die sind relativ nah am Meer, das heißt, man sieht sie auch von der Ringstraße aus, also ist alles in Blickweite. Und wir haben dann an dem Gletschersee, Vatnajökull ist der größte Gletscher, genau. Und dort waren wir dann an einem Gletschersee. Der spielt dann noch eine Rolle am nächsten Tag. Und in diesem Gletschersee
Der ist sehr idyllisch, weil dort von dem Gletscher brechen ja immer wieder Stücke ab und da schwimmen dann diese Eisberge, schwimmen dann in diesem Gletschersee drinnen. Und es gibt auch sehr viele Robben dort, die da eben fleißig umeinander tauchen, weil ich denke, das Wasser wird dann auch sehr fischhaltig sein. Es gibt unglaublich viele Vögel, Möwen, die dann auf diesen Eisbergen sitzen. Und es ja, war ein wunderschöner Anblick. Und wir sollten aber am nächsten Tag nochmal dorthin, weil wir hatten dort noch eine spezielle Aktion geplant. Deswegen haben wir gar nicht so lange dort geblieben. Wir sind dann nochmal an einen schwarzen Strand, an dem sogenannten Diamond Beach, wo dann Eisbrocken aus diesem Gletscher Richtung Meer geschwemmt werden und die werden dann so gewaschen und dann schaut es aus wie so glitzernde Diamanten auf diesem schwarzen Sand. Ist natürlich sehr spektakulär. Es gibt sicher Zeiten, wo mehrere zu sehen sind. Bei uns waren aber waren ein paar gelegen. Also es war für den Eindruck hat es wirklich gereicht. Also es war ein toller Anblick, so diese vorne das Meer und dann der schwarze Sand und dann diese glitzernden Eisbrocken, die wie Diamanten da auf dem Strand liegen. Ja, und dann sind wir weitergefahren zu unserer nächsten Unterkunft. Das war dann in Höfen. Dort haben wir erst mal gegessen, bevor wir unser Zimmer bezogen haben, meine ich. Nein, wir haben, glaube ich, erst das Zimmer bezogen, sind aber dann gleich nochmal aufgebrochen und haben gegessen. Und das war dann dieser Tag. In dieser Unterkunft sollten wir 2 Nächte bleiben. Das heißt, am nächsten Tag durften wieder zurück zu diesem Gletschersee. Da habe ich jetzt auch irgendwo den Namen aufgeschrieben. Aber vormittags wollten wir erst eine Wanderung machen. Und zwar von der Unterkunft, wo wir waren, waren hinten ein Gletscherausläufer zu sehen. Das war der sogenannte der Höfengletscher, heißt der, glaube ich, oder Höfenjökull. Jökull heißt Gletscherzunge. Und dort sind wir hingewandert, weil ich einfach auch diese Landschaft, die es dort ist, mal aufnehmen möchte. Also es war jetzt zwar sicherlich spektakulärere Wanderwege, aber einfach mal so durch diese Ebene wandern und ja, das da einfach so Schritt für Schritt in einen aufnehmen, fand ich sehr schön. Wir haben dann den Gletscher vorne erreicht. Auch da war ein Gletschersee unten dran und hinten dran hat sich eben dann der Gletscher hochgezogen, sind wir noch ein Stück entlang gewandert und dann wieder zurück. Und nachmittags ging es dann eben zurück zu dem Jökulsárlón, so hieß diese Gletscherlagune, wo wir gestern schon waren. Und da waren wir erstmal total erstaunt, weil es war schon am Tag vorher toll mit diesen Eisbergen, aber an diesem Tag war das noch viel spektakulärer. Erstens war das Wetter viel besser, also wir hatten blauen Himmel, strahlenden Sonnenschein. Und es waren mindestens doppelt, wenn nicht sogar dreimal so viele Eisberge drin, die zum Teil schimmernd blau geleuchtet haben. Also ja, genial. Also es waren wirklich Bilder wie aus einem Traum und waren hellauf begeistert. Ja, und auf diesem Gletscherlagune hatten wir gebucht eine Fahrt in einem Zodiac, also so ein aufgemotztes Schlauchboot mit Motor hinten dran. Über die Gletscherlagune, also über diesen See, vorbei an den Eisbergen bis zur Gletscherabbruchkante. Das haben wir dann auch gemacht und bekam dann so Anzüge und Schwimmwesten und ist dann so in einer kleinen Gruppe im Schlauchboot gesessen und dann über den See gebraust. Geschwindigkeit war recht ordentlich und es war ein unglaubliches Erlebnis. Also es war sicherlich nicht billig,
Aber es hat sich gelohnt und das ist etwas, wo man wirklich, glaube ich, ein Leben lang zehrt, weil wir dann auch dieses Glück haben, dass da so frische Eisberge waren. Das hat uns dann auch der erklärt, der dieses Boot gefahren hat. So hat er wirklich ausgeschaut wie so ein ganz typischer Isländer, sich, oder wie man sich das halt so vorstellt. Und er hat dann auch erklärt, die Eisberge schimmern so blau, weil die ganz frisch sind. Also je länger die da schwimmen, desto weißer werden sie oder dann eben auch grau. Und die sind erst vor kurzem abgebrochen. Die gehen dann erstmal ins Wasser durch diesen, also wenn die runterfallen, tauchen sie erstmal unter und dann tauchen sie so langsam auf und dann schimmern die eben in diesem leuchtenden Blau. Und er hat gesagt, am Vormittag war es noch viel blauer. Wir waren ja dann am Nachmittag da, aber uns hat es so schon gereicht. Also war spektakulär. Und dann haben sie mir auch an Robben vorbeigefahren. Das fand ich auch total lustig. Also die waren keine 2, 3 Meter von uns entfernt, sind total entspannt liegen geblieben, wo wir da vorbeigetuckert sind, haben uns fast zugewinkt mit ihrer Flosse und sich überhaupt nicht stören lassen. Also das ja, juckt die anscheinend nicht. Die wissen, dass denen passiert nichts. Sie waren höchstens 130 Mal fotografiert. Und ja, und dann der Gletscherabbruch kam, der hat man uns dann auch erklärt, so ein paar Fakten zu diesem Gletscher. Das ist also einer, das ist knapp. Oh. Ich weiß nicht, wie viel Prozent von Island von diesem Gletscher da bedeckt werden. Auf jeden Fall ist es viel. Und er ist einer der größten Gletschergebiete der Erde überhaupt. Und er ist unglaublich dick, glaube 300 bis 400 Meter dick, also im Schnitt. Also unglaubliche Eismassen, was da drinnen sind. Ja, wenn ihr da mehr wissen wollt, lest da bitte nach bei Leuten, wo sich auskennen. Oder googelt es einfach mal. Ja, ich will euch da auch nicht mit solchen Fakten langweilen. Es soll ja kein wissenschaftlicher Vortrag werden hier. Etwas später habe ich dann auch erfahren, warum hier so viele Eisberge auf einmal waren, weil nämlich mit diesem Vulkanausbruch, von dem ich euch vorher erzählt habe, einhergingen auch kleinere Erdbeben tatsächlich. Wir haben nichts davon gespürt, die waren auch nicht spektakulär, 1 bis 2, also wirklich, aber durch diese Erschütterungen sind wahrscheinlich dann auch mehr Eisbrocken von diesem Gletscher abgebrochen. Und wir hatten das Glück, dass wir es anschauen konnten. Ja, nach dieser spektakulären Bootsfahrt auf der Gletscherlagune waren wir dann wieder zurück an Land, haben dann noch ein bisschen geguckt, den Touristen angeguckt, haben dann unsere T-Shirts-Fotos gemacht, ganz provokant. Ich hatte kein T-Shirt an, ich habe dann mein Trägershirt, ich so als Unterhemd, habe ich dann ausgezogen, nur um ein Foto zu machen. Also man muss ja irgendwo zeigen, blauer Himmel, Eis und wir im T-Shirt, so mehr oder weniger. Und dann ging es zurück zur Unterkunft und da haben wir uns dann abends noch ein Bad im Hotpot gegönnt. Das hat zur Unterkunft gehört, also auch natürlich heiße Quelle, die haben sie vorne eben in Becken gefasst. Und da haben wir uns noch gemütlich reingesetzt und die schöne Landschaft geguckt, umgeben von Lupinen, wie immer. Hinten dran hat man die Gletscherzunge gesehen, hinten dran standen die Islandponys und wir saßen da in unserem heißen Wasser. Könnt ihr euch was Schöneres vorstellen? Ja, ich habe schon gesagt, sowas hätte ich gerne zu Hause vor der Haustür. Ja, und das war also dieser Tag. Und dann am nächsten Tag ging es dann wieder weiter und da ging es dann über die Berge in den Norden. Und wir sind dann im Nordosten von Island, gibt es mehrere Fjorde. Wir haben uns dann überlegt, was wir machen, ob wir die Fjorde alle abfahren oder ob wir dann eher die Strecke über die Berge, übers Land wählen. Und haben uns dann entschieden, wir fahren den ersten Fjord ab. Dann haben wir sowas mal gesehen und dann fahren wir über die Berge und das war auch toll. Da ging es dann auch auf, es war
nicht mehr die Hauptstraße, deswegen Schotterweg natürlich, ging so einen kleinen Pass hinauf und auch mit grandiosen Ausblicken und von oben dann auf der anderen Seite wieder runter. Oben war ein kleiner See. Ich wäre gerne hier noch gewandert, aber da hatten wir leider nicht die Zeit dazu. Ja, also nächstes Mal müsste ich wesentlich mehr Zeit dort einplanen. Und dann haben wir gedacht, dann kamen wir an einem recht langgestreckten See in der Nähe was war das? Nein, es war nicht Husavik, sondern das war, wie hieß dieser Ort? Egilsstadir hieß die, glaube ich, die Stadt. Genau, dort kamen wir dann an und dieser See hieß Lagarfjord. Ja, also der ist sehr lang gezogen, also an manchen Stellen wirkt er fast wie ein Fluss, links und rechts, daneben geht es auch rauf. Und hier hatten wir dann geplant, dass wir zum Mittagessen oder nachmittags war es dann schon, in das sogenannte Wilderness Center gingen. Wilderness Center, das hört sich jetzt so modern an, war es aber überhaupt nicht. Also wir hatten erstmal Probleme, das zu finden, haben aber dann hingefunden. Und man muss sich das so vorstellen, es sind eigentlich so zwei, drei Häuser, eigentlich eher ehemaliger Bauernhof. Und der Hintergrund der Geschichte ist der, dass dort 14 Geschwister gelebt haben. In diesem Gehöften lange Zeit, und die haben sich so ein bisschen für die Geschichte und die alten Bräuche von Island engagiert. Und sie haben aus ihrem Bauernhof, aus ihrem Elternhaus quasi einerseits ein Museum gemacht, und inzwischen ist es auch Restaurant, würde ich es vielleicht nicht unbedingt nennen, aber man kann dort essen und man kann dort auch wohnen. Gut, gewohnt haben wir nicht, aber wir wollten dann essen und das fand ich total lustig. Man kam dann in dieses Bauernhaus, in dieses alte rein, und das war wirklich noch fast original so eingerichtet, wie man sich das vorstellt, so in den 40er, 50er Jahren wahrscheinlich oder früher. Es gab eine Küche mit einem großen Tisch und es gab ein Wohnzimmer und dann gab es noch einen Nebenraum. Also es hat nicht ausgeschaut wie ein Restaurant, sondern einfach wie eine ganz normale Wohnung. Und dort haben wir uns hingesetzt und die junge Dame, die dort dann das Ganze geleitet hat, die hat dann eben gefragt, ja, was wir denn wollen, ob wir nur Kaffee, Kuchen wollen oder ob wir mehr Hunger haben. Dann haben wir gesagt, ja, Hunger hätten wir schon, und dann hat es was zum Essen gegeben. Und das war auch sehr lecker. Es war zwar Fleisch, Lamm, was ich normal nicht gerne esse, aber in dem Fall habe ich es gegessen. Und ja, es gehört vielleicht auch mal dazu, dass man das auf Island isst. Ja, und daneben in einem anderen Gebäude war dann ein Museum untergebracht, wo ein bisschen die Geschichte von Island erklärt wird. Und das ist auch ganz liebevoll gestaltet gewesen. Es war jetzt nicht besonders groß, aber ja, mit ganz viel Liebe eingerichtet. Und was ich total lustig fand, es gab einen Audioguide dazu auf Englisch. Und diesen Audioguide hat auch einer dieser Geschwister, da war so ein Elektro-Tüftler, hat das selber gebastelt, und es war so ein Holzkästchen, aber hat super funktioniert, und da hat man sich das dann angeschaut. Und war auch so ein bisschen zu sehen, was das Wolle ganz große Rolle spielt. Also die hatten dann wohl, die Geschwister waren hauptsächlich Selbstversorger, aber ich weiß nicht, ob alle Damen dieser Geschwister, aber ein paar davon, die waren sehr modebewusst, die haben sehr viel selbst geschneidert, haben sich da auch immer erkundigt, was die neueste Mode ist. Man hat dann auch diese Kleidungsstücke gezeigt. Ist dann auch noch eine alte Strickmaschine gewesen und eine Nähmaschine und verschiedene Handschuhe, die sie gestrickt haben. Also auch so für ein Wolljunkie wie ich passende Ausstellungsgegenstände. Ja, und von dort aus haben wir dann noch einen Wasserfall angeschaut, den Hengifoss-Wasserfall. Da muss man so ein bisschen bergauf laufen, aber alles gut erreichbar. Es sind zuvor noch ein paar andere Wasserfälle, eben einer mit solchen Lavasäulen, also wie in dieser Hallgrimskirche in Reykjavik. Und oben dieser Hengifoss, der ist auch sehr spektakulär, weil er so in einer nicht Schlucht, aber in so einer Bucht drinnen ist. Also es geht ziemlich hoch hinauf und die Felsen haben unglaubliche Farben, also von braun, schwarz, aber dann auch ziemlich leuchtendes Rot.
Es wird dann auch erklärt, warum das so ist, erkläre ich euch jetzt auch nicht, aber die Farben waren auf jeden Fall total toll und man hat dann unten auf diesen See gesehen und ja, also eine wunderschöne Abendwanderung für uns dann und dann sind wir zu unserer Unterkunft gefahren, die war extrem in der Pampa, also ja, lag sehr abseits, aber das war ja in Ordnung, wir haben uns eh nur übernachtet auf einem Hof, der hatte auch Pferde. Wir haben uns dort dann auch am nächsten Tag mit dem unterhalten, haben uns noch ein bisschen die Pferde dort angeguckt und haben dort dann gut genächtigt. So. Am nächsten Tag sind wir dann schon weitergefahren. Wie gesagt, wir waren dort nicht so lange. Und an diesem Tag sollte es jetzt komplett in den Norden gehen. Also an der Nordküste entlang. Auf der anderen Seite ist dann mehr oder weniger nichts oder Grönland. Und ja, wir sind dann auch so ein bisschen abseits der Ringstraße gefahren. Also war aber dann noch geteert die Straße. Und da sind wir auch durch eine Landschaft gekommen, wo ich mir gedacht habe, oh, wenn jetzt irgendwas passiert, wenn das Auto stehen bleibt, dann bist du verloren, weil da war vor uns ist niemand ewig gefahren, hinter uns, wir haben, also man war total einsam. Also sowas, was man bei uns gar nicht kennt. Überhaupt Autofahren auf Island ist total entspannt. Also falls ihr mal plant, nach Island zu fahren und überlegt, mit eigenem Auto oder Reisegruppe, traut euch wirklich, da ein Auto zu mieten. Man muss nicht unbedingt aufs Navi vertrauen oder einfach auf den großen Straßen bleiben, aber also es ist überhaupt kein Problem zu fahren. Man hat Rechtsverkehr und es ist so wenig Verkehr und man fährt total entspannt, überall 80 bis 90. Und das Einzige, was ist, wo man aufpassen muss, sind die Brücken. Also auf dieser Ringstraße um Island rum, was ja eigentlich so die Hauptverkehrsstraße ist. Bei uns wäre es die A7 wahrscheinlich, die Autobahn. Die ist auch gut ausgebaut, gibt sich nichts. Aber die Brücken sind komischerweise meistens einspurig oder sehr oft einspurig. Also man muss einfach gucken, wer kommt von der anderen Seite. Wer zuerst da ist, fährt zuerst natürlich rüber. Und gibt auch nie Probleme. Also man muss einfach ein bisschen gucken und dann funktioniert die Sache auch. Und ansonsten, ja, also durch das, dass man ganz selten Leuten oder oft wenig Leuten begegnet auf der Straße, man schaut dann oft gar nicht mehr so, wenn man aus einer Ausfahrt rausfährt, nimmt man es gar nicht mehr so wahr, dass man eigentlich gucken müsste, ob da nicht vielleicht ein Auto kommt. Was man allerdings sehr oft sieht, das sind Schafe. Also ich habe unglaublich viel Wolle gesehen auf Island. Jeden Tag, an allen Ecken und Enden, aber es waren überall noch die Füße dran. Ja, und die Schafe, die ist, das sind dann nicht so, dass die jetzt irgendwo in Herden rum sind mit einem Schäfer, so wie man es bei uns kennt, oder in irgendwelchen Gehegen drinnen. Es gibt schon Zäune, da sind auch die Schafe drinnen, aber es sind auch immer Schafe draußen. Und es laufen auch Schafe an der Straße entlang, es laufen Schafe über die Straße, es laufen Schafe über diese Einbahnbrücken, also auch auf der Hauptverkehrsstraße, da muss man halt dann warten. Die Schafe haben natürlich dann Vorfahrt, bis die drüber gelaufen sind und die Schafe haben auch die Ruhe weg. Also es heißt gerade, waren in einer Zeit, da hatten die unglaublich viele Lämmer und die Lämmer sind da irgendwie noch sehr entspannt. Das heißt, also man fährt natürlich langsam, dass man nicht alles noch reinrennt ins Auto. War allerdings, fand ich jetzt nicht so das Problem, aber man muss einfach gucken.
Und die bleiben da dann stehen und gucken halt. Und wenn ein Schaf auf der Straße läuft, und dann läuft es in Ruhe weiter. Also war auch so, dass mal sich ein Schaf, also ein Lamm hingelegt hat und meinte, es muss es mitten auf der Straße an der Mama säugen und hinten die Autos werden schon warten. Ja, aber wenn man im Urlaub ist, hat man ja Zeit auf sowas. Aber fanden wir total lustig, und am Anfang hat man natürlich auch noch jedes Schaf fotografiert, was auf der Straße da rumläuft. Am Ende war es dann auch etwas weniger, stellt sich ein Gewohnheitseffekt ein. Aber es war immer nett. Ja, bleiben wir bei den Schafen. Ja, an diesem Tag in den Norden, genau, da sind wir durch diese Ebene gefahren, da waren dann auch keine Schafe. Wir haben gesehen, da muss kurz vorher noch der Schnee gelegen sein. Also es war wirklich total einsam. Also da waren nicht mal Schafe sozusagen. Und dann ging es runter wieder ans Meer, in einen kleinen Ort. Da haben wir dann erstmal Pause gemacht. Und dann sind wir an der Küste weitergefahren. Auch hier wieder schwarze Strände. Einsamkeit, also da ist auch nichts los, ganz im Norden. Also da sind wir wirklich ganz alleine gewesen auf weiter Flur. Und dort haben wir dann ein Schafmuseum besichtigt. Und zwar ein Anführerschafmuseum. Ja, so hat man das genannt. Ist ein saublöder Name. Diese Schafe, die heißen auf übersetzt Anführerschafe. Also ich würde vielleicht sagen Leitschafe. Ich weiß nicht mehr genau, wie der normale Begriff ist. Ich glaube, Forysight oder so ähnlich heißt es. Also eine spezielle Schafrasse. Sie haben so geschnäckelte Hörner. Ihr seht dann auch Bilder. Und ja. Ja, und diese Schafe. Da gibt es ein kleines Museum dazu. Genau so, jetzt habe ich wieder meinen Wollfaden. Das hat er ursprünglich eigentlich noch gar nicht auf, sondern erst ab Juli, wenn die Hauptreisezeit beginnt, die Haupttouristensaison. Aber es war jemand da und wir waren auch ganz erfreut, dass wir kommen, und waren auch die Einzigen dort. Und wir haben dann, das Museum besteht mehr oder weniger aus einem Raum, also gibt es nicht so viel zu sehen da drinnen, aber es wird ein bisschen erklärt, was das für besondere Schafe sind. Und ein paar Schafe sind eben ausgestopft und die Köpfe da, und Schaffelle und so weiter. Und es gibt Schafwolle von diesen. Da habe ich dann auch noch mal Wolle gekauft und auch Spinnfasern von diesen Schafen. Und diese Schafe haben die Besonderheit, dass sie eben sehr schlau anscheinend sind, und sie haben so ein bisschen einen siebten Sinn fürs Wetter. Das heißt, sie führen dann auch die anderen Schafe an sichere Plätze, wenn das Wetter umschlägt. Sie finden die besten Futterplätze und sie können sogar auf die Befehle des Schäfers reagieren. Ja, also besonders schlaue Schafe. Ja, Forestufe-Schafe heißen sie. Jetzt habe ich das Wort gefunden in meinem Reisetagebuch. Vielleicht kennt es jemand von euch. Könnt ihr mir ja schreiben, ob ihr von denen schon mal gehört habt, falls mir überhaupt noch jemand zuhört. Und gut, da haben wir dann noch Kaffee getrunken und sind dann weitergefahren nach Húsavík. Das war dann unsere nächste Unterkunft. Aber zuvor haben wir noch einen Halt gemacht bei einem magischen Ort. Und da heißt es eigentlich, dass sich dort die Elfen treffen. In Island haben ja Elfen und Trolle einen ganz hohen Stellenwert. Man sagt, es ist das Land der Elfen und Trolle, und man muss sich immer gut mit denen stellen, weil sonst wollen die einem Böses. Und die Isländer glauben wohl auch an diese Fabelwesen angesichts dieser Landschaft und an dieser Menschenleere, die es da teilweise gibt, kann ich das ganz gut nachvollziehen. Und an dieser Schlucht hat man das auch gespürt. Also man muss sich das vorstellen, das ist eine Schlucht. Da geht es so halbrund rein. Ja, na, wir müssen ja. So hufeisenförmig, also es sind links und rechts sind Felsenmauern, die vielleicht, boah, ich kann das mal ganz schlecht schätzen, 30, 40 Meter hoch gehen, ziemlich senkrecht hoch, rötlich. In der Mitte ist alles grün bewaldet, das sind so Birkenwäldchen hauptsächlich, und zieht sich dann ziemlich weit hinter. Am Ende, das ist wie so ein Hufeisen, außenrum diese Felsen, unten das Birkenwäldchen und ein kleiner verwunschener See. Und an diesem Ort, der so wirklich so eine ganz magische Ausstrahlung hat, der eine Ruhe ausstrahlt. Und es gibt viele Wasservögel dort, es gibt auch Mücken dort, aber die stechen nicht.
Und ja, also es hat eine ganz besondere Ausstrahlung einfach, dieser Ort. Ja, und den haben wir eben auch noch besichtigt und dann ging es weiter zu unserer nächsten Unterkunft, und zwar Húsavík. Ja, wo wir dann auch wieder 2 Tage bleiben. So, und jetzt mache ich hier mal Stopp und schiebe mal so die Bilder von meinem ersten Teil ein. Eigentlich wollte ich diese Bilder immer nach jedem Tag zeigen, aber ich habe es vergessen, auf Stopp zu drücken. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich das Video auch schneiden. Dann seht ihr auch immer die Bilder. Gut, dann geht es weiter am nächsten Tag. Auch in Húsavík waren wir 2 Tage am gleichen Ort. Das heißt, wir hatten am nächsten Tag, mussten wir nicht weiterfahren und wir wollten ein bisschen einen entspannteren Tag einlegen. Bisher hatten wir ja eigentlich immer früh bis spät Programm, was sehr toll ist, aber schon auch ein bisschen anstrengend und ja, man ist schon geplättet von den ganzen Eindrücken auch. Deswegen haben wir vormittags erstmal nichts gemacht. Das heißt, wir hatten in der so Unterkunft, das waren wie so eine Art Häuschen und da hatten wir auch eine Terrasse und das Wetter war super und ja, da haben wir uns auf die Terrasse gesetzt. Ich habe gestrickt, meine Freundin hat gelesen und da haben wir uns einfach so ein bisschen ausgeruht. Und für den Nachmittag hatten wir ausgemacht, haben wir eine Reittour gebucht. Wir sind beide früher geritten. Ich bin seit über 30 Jahren auf keinem Pferd mehr gesessen. War nicht sicher, ob das überhaupt noch funktioniert, ob ich darauf komme, mich oben halt und wieder runterkomme. Meine Freundin ging es ähnlich, aber wir wollten unbedingt einmal reiten auf Island. Und hatten dann auch Glück. Also man hat es uns dann empfohlen von der Unterkunft her. Und wir hatten dann für nachmittags auch ganz spontan so eine Tour geplant. Und wir waren die 2 Einzigen, wo mitgeritten sind. Das war wirklich toll. Also wir waren dann zu zweit mit diesem Guide, die da eben mitgeritten ist. Und es war gigantisch. Also wir sind beide mit einem Wahnsinnsgrinsen von diesen Pferden runtergestiegen. Einmal war es toll von der Tour zum Reiten, weil es ging zuerst an dem Fluss entlang, dann ging es über Weiden, wo Kühe geweidet haben und Schafe, und die haben weniger Scheu von diesen Pferden, also die kamen ist man nah an denen vorbeigeritten, dann ist man auch durch so einen kleinen See doch geritten, dann ging es über so eine, fast eine, ja, so wie so eine Art Sandwüste, also es war keine richtige Wüste, aber so eine Sandfläche eben. Dann ging es durch ein Birkenwäldchen durch und am Schluss dann eben auch so auf kleinen Wegen und Pfaden durch ein Lavafeld mit Felsbrocken, wo man richtig sehen konnte, dass die halt früher Lava waren. Zum Teil waren sie bewachsen, zum Teil waren Kerben, Höhlen und sonstiges drin zu sehen. Und es ging über Stock und Stein. Also die Pferde hatten schon einiges zu tun, aber haben die gut gemacht, waren die auch gewohnt, und die hat auch gesagt, hat ein bisschen Anweisungen gegeben, ja, ein bisschen nach vorne oder hinten lehnen, je nachdem, und das Pferd machen lassen. Und es ging auch alles gut. Es ging auch alles gut mit dem Reiten. Also wir sind wieder gut reingekommen. Also es ist ein bisschen wie Fahrradfahren anscheinend. Man verlernt das nicht. Und was wir ausprobieren konnten, war der Tölt. Also für alle, die es nicht wissen, Pferde in Island können mehr als andere. Die haben spezielle Gangarten und das ist dieser Tölt. Und ein normales Pferd reitet Schritt und dann Trab und dann Galopp. Und ja, ist okay. Aber Trab ist relativ unbequem, also es hoppert dann so oben.
Und wenn ein Pferd tölte, das ist wie ein Passgang, ich glaube so ähnlich wie bei einem Kamel, aber legt mich jetzt bitte nicht fest, ob das stimmt, dann geht es zwar so schnell wie bei einem Trab oder vielleicht sogar, wenn man es richtig gut kann, wie bei einem Galopp, aber man sitzt ganz ruhig auf diesem Pferd. Das heißt, man schwebt so über dieser Erde. Das Pferd wirft dabei den Kopf hoch und wirft auch die Beine so ein bisschen hoch. Und das haben wir dann mehrfach ausprobiert. Also die hat uns erklärt, was für Kommandos wir da geben müssen. Und am Anfang hat es noch nicht so ganz geklappt, aber wir haben es dann ein paar Mal probiert, was sie gemerkt hat, auch dass wir uns ganz gut auf den Pferden halten können. Und so sind wir einige Strecken getöltet und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, also waren super 2 Stunden, ein super Ausritt und ja, mich würde es schon wieder reizen, richtig aktiv zum Reiten. Ja. Aber man kann natürlich nicht alles machen. Auf jeden Fall waren wir dann total happy und dann haben wir gedacht, ja, um Muskelkater vorzubeugen, gehen wir jetzt noch baden. Und zwar sind wir dann in ein typisch isländisches Hallenbad gegangen. Ja, wir hatten zur Auswahl ein Thermalbad, das eher für Touristen angelegt ist, oder eben dieses typische isländische, nicht Hallenbad, sondern Freibad. Freibad muss man sagen. Genau, in Island findet man in fast jedem Ort, auch in kleinen Orten, immer ein Freibad, wird natürlich gespeist durch die Thermalquellen, die es da gibt. Das ist sehr praktisch und die sind auch gar nicht teuer. Und die Isländer haben allerdings sehr strenge Badevorschriften. Das habe ich vorab schon gelesen gehabt und dann hingen da auch überall Schilder. Also man muss schon mal die Schuhe ausziehen, wenn man in das Bad reingekommt, also da, wo man zahlt. Und dann muss man komplett sich ausziehen in der Dusche und überall waschen. Das ist auch die Anweisung, ich hänge euch das Schild hin, wo man sich überall genau waschen muss, was auch Sinn macht, weil nämlich in diesen Thermalquellen, also in diesen Bädern, wenig Chlor verwendet wird. Ich glaube, je mehr Touristen reinkommen, desto mehr Chlor verwenden sie, weil die sich da nicht immer so ganz dran halten. Aber normal kommen sie ziemlich ohne aus, weil die haben auch sehr viel Durchfluss. Also müssen das Wasser ja nicht warm machen, sondern die haben das ja aus der Erde. Ja, also wir haben uns da schön sauber gemacht und dann sind wir da in dieses heiße Wasser rein und haben es uns da richtig gut gehen lassen. Ja, und das war dann unser Tag Nummer 8 mit Reiten und Baden. Jo, dann. Der nächste Tag, den habe ich getauft, der Wahltag. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass wir dem isländischen Parlament mitgewählt haben. Nein, wir haben uns die Wale angeguckt und zwar zuerst mal in der Theorie. Das heißt, wir sind in das Walmuseum von Húsavík gegangen und haben uns die Ausstellung dort angeschaut. Sehr interessant, es sind sehr viele Walskelette dort. Und wenn man die so sieht, ist es schon gigantisch. Also wie groß so ein Wal ist und wenn man da dann daneben steht und dann auch, was für verschiedene Arten von Walen es gibt. Und es war ein relativ klassisches Museum mit vielen Schildern und so, aber trotzdem gut gemacht und sehr informativ. Und was ich auch nicht gewusst habe, sind die Barten von einem Wal, also wo die eben diesen Krill, also dieses Kleinzeugs aus dem Meer da rausfischen. Ich habe mir das immer anders vorgestellt, aber es ist, man muss sich das vorstellen, eigentlich wie so ein Fell fast. Ja, also ich habe jetzt gedacht, was hat der Wal? Da hat der ein Wal hat doch kein Fell, aber das waren die Barten und klar, es ist dann viel Fläche da, weil es lauter sowieso eine Art Haare sind. Das sind natürlich keine richtigen Haare, sondern es fühlt sich auch anders an. Also mehr so, ich weiß, also ein bisschen plastikartig hat sich das angefühlt. Aber man hat viel Fläche, um eben dieses Viechzeugs da rauszufischen, aus dem Wasser, was die da ja schlucken. Ja, gut, also das haben wir uns angeguckt und dann sind wir weitergefahren Richtung Akurey und von dort dann nach
Húganes. So sprechen es, glaube ich, die Isländer aus. Und in Húganes haben wir ein Velo-Ching gebucht gehabt. Und die Fahrt dorthin war auch sehr toll, weil Akureyri liegt im längsten Fjord von Island. Und der ist total schön. Also es sind links und rechts geht es den Berg rauf. Oben die Gipfel waren noch schneebedeckt. Und es war wieder ein traumhaft schöner Tag. Also wir hatten echt immer, fast immer gutes Wetter, bis auf das eine Mal, wo wir nass geworden sind. Und blauer Himmel, warm. Also das Thermometer hat im Auto bis zu 19 Grad angezeigt an dem Tag. Und unten der blaue Fjord, dann die grünen Hänge, Lupinen wieder immer wieder mal zwischendrin. Und ja, also ein Bild zum Niederknien einfach. Ja, und da sind wir immer gefahren und haben geguckt und geguckt und gefahren. Und dann waren wir eben in Húganes und dann ging es zum Whale-Watching. Habe ich noch nie gemacht, habe ich mich sehr drauf gefreut und war auch schon sehr gespannt. Ja, ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht mehr sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber letztendlich ist es in Ordnung. Ein Wal ist ein lebendiges, freies Tier. Das ist jetzt nicht im Zoo, dass ich da. Wir haben welche gesehen. Und es war auch sehr bewegend, so einen Wal zu sehen. Also man fährt da raus in einem Boot und dann ist oben einer am Ausguck und der guckt dann, wo eben der Wal ist. Und man sieht dann ab und zu was und heißt, ha, vorne, also man teilt es dann so ein, vorne auf 1 Uhr oder 12 Uhr und dann gucken da alle Leute und schauen und man sieht dann eben den Wal entweder auftauchen oder man sieht die Fontäne, wo er raussprüht und ein paar Mal habe ich so schön die Flosse gesehen, wie es dann so eingetaucht ist. Einmal hat man einen spektakulären Moment, wo er dann so neben uns hergeschwommen ist. Da hat man ein paar Momente gesehen. Also es war dann schon toll, ja. Also so ein großes, wildes Tier dann so ganz in der Nähe zu sehen. Also es gibt sicherlich bessere Waltouren, wo man mehr sieht oder dass man mehr Glück hat, sage ich mal so. Ich kritisiere ja gar nicht das Unternehmen das, sondern die können da nichts dafür. Also es gibt sicherlich Touren, wo man ein bisschen mehr Glück hat. Aber ich fand trotzdem, dass es spektakulär war und dass wir viel gesehen haben. Also fand ich super. Und ich fand es schon bewegend. Und auch ein bisschen mulmig, wenn man merkt, also der hat dann so erklärt, so das war ein Buckelwal, was wir gesehen haben. Länge ca. 12 bis 13 Meter. Unser Schiff war 17 Meter lang und es war nicht klein. Und wenn man sich dann so vorstellt, dass da so ein Fisch mit, wo fast so lang ist wie das ganze Boot, da unter einem rumschwimmt, denkt man vielleicht dann doch nicht unbedingt so genau drüber nach, was passiert, wenn der Wal aggressiv ist. Ja, ist natürlich auch nicht der Fall. Die sind ja ganz friedlich und der hat uns ein bisschen gefoppt, weil normal hat es geheißen, der taucht immer da auf, wo er untertaucht. Daran hat er sich nicht gehalten, sondern der ist da untergetaucht und irgendwo anders wieder, muss man wieder rüberfahren und so weiter. Ja, aber wir haben ihn gesehen und war auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Und am Ende von dem Tag sind wir dann noch in Akurey beim Essen gewesen. Es ist ein etwas größerer Ort für Island, hat ungefähr, glaube 30.000 Einwohner, also zählt da schon fast als Großstadt. Merkt man dann auch innen dran so ein bisschen, aber ist trotzdem ganz klein und schnuckelig. Ja, dort gab es auch einen Wollladen, aber der war auch ziemlich ausverkauft und hatte nur Lopi-Wolle. War ich auch kurz drinnen. Jo, und dann ging es weiter zur nächsten Unterkunft. Da kamen wir dann relativ spät an, weil wir noch ein ganzes Stück fahren mussten. Puh, ja, und dann ging es schon langsam wieder in Richtung Heimat. Ja, und in unserer Unterkunft, wo wir waren, haben wir uns am nächsten Tag dann noch
ein bisschen mit der Gastwirtin unterhalten. Die kam nämlich aus Deutschland und hat uns dann ein bisschen auch über das isländische Schulsystem erzählt, was sehr spannend ist, und auch so ein bisschen über die Isländer an sich und diese Geschichte mit den Freibädern hat sie ja auch noch ein bisschen aufgegriffen. War auf jeden Fall ein ganz nettes Gespräch. Also auch das wäre so ein ganz persönlicher Tipp für mich von mir. Wenn jemand in Island unterwegs ist, guckt, dass er in solche Guesthouses kommt. A, sind die meistens recht günstig oder günstiger als Hotels. Und man hat dann oft schon auch, wenn man ein bisschen sich bemüht, Kontakt mit denen, die das betreiben. Die machen das oft so nebenher. Manche machen es auch professionell, je nachdem. Aber die sind schon auch bereit, einem da einfach so ein bisschen Einblick in ihr Land und in ihre Kultur zu geben. Ja, ins Schulsystem hat sie eben gesagt, dass das eigentlich sehr entspannt alles ist auf Island. Die gehen bis zur 10. Klasse alle in die eine Schule, also es ist keine Differenzierung da und es ist nicht so, dass es so eine zwingende Schulpflicht gibt, wie es bei uns, wenn die sagen, ah ja, meinem Kind, da reicht das jetzt mal 3 Tage die Woche, wenn es noch aus der zweiten, dritten Klasse ist und klein ist. Dann ist es auch okay, oder wenn man sagt, ich fahre jetzt mit meinem Kind irgendwo weiter weg. Es funktioniert wahrscheinlich dann. Also bei mir wäre das jetzt der Horror in der Schule natürlich, weil man ja wir einen unglaublichen Druck haben, dass wir irgendwelche Noten machen müssen und genaue Vorgaben. Und ich denke, sowas gibt es da eher nicht. Also sie haben auch keinen so einheitlichen Lehrplan wohl, da wird das relativ frei festgelegt. Und durch das, dass die Klassen sehr klein sind, ja. Oft so nur so 8 bis 12 Schüler in den Klassen arbeiten, die ganz viel mit Projektarbeit. Und da kann man natürlich dann auch andere Sachen machen als bei uns. Wobei sie dann auch gesagt hat, dass manche das dann auch sehr ausnutzen und nicht das aus sich rausholen, was sie vielleicht woanders erreichen könnten. Ja, also ja, hat alles immer zwei Teile, aber es klang sehr interessant und sehr interessant und 3 Monate Sommerferien. Vielleicht wandere ich aus und werde Lehrerin auf Island. Ja, aber gut, da ist dann doch eine Sprachbarriere noch da, weil Isländisch stelle ich mir nicht so einfach vor. Gut, ja, nach diesem Gespräch haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Ging jetzt dann schon zurück Richtung Reykjavik. Also unsere Runde näherte sich dem Ende. Wir haben dann unterwegs noch ein paar Sachen angeguckt. Einmal sind wir noch auf einen Krater hochgekraxelt. Ohne See diesmal, aber trotzdem sehr interessant. Und was dann interessant auch für uns war, oder war unten ein Gehege aus Steinen. Und da haben wir so ein bisschen nachgelesen, dass Schafe spielen ja auf Island eine ganz große Rolle. Und inzwischen haben wir auch gewusst, dass man die Schafe tatsächlich über den Winter treibt man die ein, das sind sie in den Ställen, weil da ist ja auch kalt und Schnee. Im Herbst waren die Lämmer auch geschlachtet zum großen Teil, die jetzt da so fröhlich frei immer in der Gegend rumgelaufen sind. Und im Frühjahr, so Ende Mai, wenn die Lämmer geboren sind, geboren waren sie meistens noch im Stall, dann werden die eben rausgelassen. Und es findet da wie so eine Art Viehscheid statt. Also Viehscheid ist bei uns im Allgäu, wenn das Vieh von den Almen runtergetrieben wird. Und so machen die das in Island wohl mit ihren Schafen. Und diese Steinmauern, das ist wohl so ein alter Platz, wo man das gemacht hat. Man hat die ganzen Schafe der Umgebung zusammengetrieben. Das macht man immer so von Regionen. Da ist dann jeder daran beteiligt. Und man macht quasi einen Ring um die Schafe, dass man keins auslässt und treibt die dann zusammen. Und in diesen Steinmauern versammeln die sich dann. Und das ist dann, könnt ihr euch vorstellen, da ist in der Mitte so ein Platz und außen wie so Kuchenstücke eben die einzelnen, so einzelne abgesteckte Steinboxen mehr oder weniger. Und von diesem Platz in der Mitte, da waren alle zusammengetrieben und von dort waren die dann sortiert auf die einzelnen Bauernhöfe. Und jedes Schaf hat eine eigene Ohrmarke dran. Das macht man gleich hin, wenn die geboren werden. Und anhand dieser Ohrmarke kann man erkennen, zu welchem Bauern das Schaf gehört. Ja, das konnte man da eben noch ganz gut erkennen, diese Steinmauern. Und wir konnten uns das dann auch so ein bisschen vorstellen. Ja, und dann sind wir noch weitergefahren zu diesem Ort Reykholt, wo wir schon mal waren, irrtümlicherweise. Da sind wir jetzt wieder vorbeigekommen, aber diesmal ganz bewusst. Und haben uns dann auch noch die Sachen angeguckt, die uns der freundliche Herr aus der Gärtnerei da empfohlen hat.
Einmal war das die heißeste Quelle, also die, oder die, nicht die heißeste Quelle, die sind alle heiß, die haben 100 Grad, aber die ergiebigste heiße Quelle der Welt, glaube ich sogar, ich glaube 180 Liter Wasser pro Minute, heißes Wasser kommt da raus und da sprudelt es und tut es und macht es und also das ist echt der Wahnsinn. Also das war wie so eine Erdspalte und da hat es dann eben herausgesprudelt und gezischt und getan und es war nebendran ein Kraftwerk, das betrieben worden ist, es war obendran ein Thermalbad, also ein großer Teil des Wassers ist eh schon abgezapft worden an Tomatengewächshaus mit Restaurant, war da auch daneben, da haben wir dann auch noch gegessen, also wir kamen noch in den Genuss von unserer Tomatensuppe im Gewächshaus, ja, und aber es blieb immer noch ganz viel von diesem von dieser Quelle übrig, die da immer noch spektakulär umeinander gesprudelt hat. Und noch einen Wasserfall haben wir uns angeguckt, der auch sehr schön war, so ein bisschen ungewöhnlicher. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, das war jetzt nicht so ein Wasserfall, wo ganz viel Wasser auf einmal über eine Felskante runterbröselt oder fällt, sondern es war auch eine Schlucht und auf der anderen Seite war der Abhang. Und da ist Wasser rausgeflossen, aber nicht so viel. Also es hat so ausgeschaut, wie wenn man einen Schwamm, der vollgesaugt ist mit Wasser, und man drückt so ein bisschen raus und es plätschert dann so raus. Und ja, es kam an allen möglichen Stellen raus, auch wieder wunderschön umrahmt von der Landschaft und hat unten dann ein unglaubliches Türkis ergeben, dieses Wasser. Und dort sind wir auch noch eine ganze Weile gestanden und haben das bestaunt. Ja, und von dort sind wir dann nach Reykjavik zurück, hatten unseren Kulturschock, weil wir ja immer auf relativ einsamen Wegen unterwegs waren und da waren dann auf einmal wieder ganz viele Autos und vierspurig und ja, Verkehr und sogar einen kleinen Stau und wir sind dann in den in die Rush Hour reingekommen und ja, da hatte uns einfach die Zivilisation dann wieder. Von dort sind wir dann zum Flughafen, also von Keflavik, also der Ort neben dem Flughafen. Dort hatten wir unser Hotel und haben da dann alles für den Rückflug schon mal organisiert. Das heißt, wir haben unser Mietauto abgegeben an diesem Abend und in dem Hotel übernachtet. Am nächsten Tag kam dann der Shuttle. Unser Flug ging um 7.20 Uhr. Das heißt, wir sind um 5 Uhr mit dem Shuttle zum Flughafen gefahren. Im Hotel gab es ab 4 Uhr Frühstück, muss man sich auch mal vorstellen, aber ja, ich habe tatsächlich auch was gegessen, weil ich wusste nicht, wann ich wieder was kriege. Und am Flughafen ging es wahnsinnig zu, weil da alle irgendwie in der Früh fliegen. Ich weiß nicht, ob es da den ganzen Tag zugeht, aber es waren auf jeden Fall ganz viele Flüge gleichzeitig. Also zwischen 7 Uhr und 8 Uhr war ein Flug nach dem anderen im 5-Minuten-Takt. Und alle wollten natürlich gleichzeitig ihr Gepäck aufgeben und einchecken. Aber es hat gut funktioniert und ja, und dann sind wir zurückgeflogen nach München. Zugrückfahrt hat alles super geklappt und da bin ich wieder zu Hause. Ja, und das war jetzt mein Reisebericht. Ich weiß nicht, wer durchgehalten hat. Ich habe jetzt echt lange geredet und ich muss jetzt mal gucken, wie ich es mit den Fotos mache, dass ich die irgendwo zwischen reinpacke. Ja, und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht total gelangweilt. Ja. Ich habe schon fast ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich hänge jetzt noch hinten dran die Wolle, die ich dann dort gekauft habe. Das muss ich noch aufnehmen, wenn ich wieder zu Hause bin. Und dann lade ich das Ganze hoch. Ja. Und demnächst gibt es dann wieder einen ganz gewöhnlichen, wolligen Podcast von mir mit den Sachen, die ich gestrickt habe. Auch auf Island. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Klappert fleißig mit den Nadeln und ja, ich hoffe, euch geht es auch gut und ich bin sehr dankbar, dass ich so eine tolle Reise einfach machen durfte. Genau, was ich noch sagen wollte, ist mit dem Reisetagebuch. Auch das, ja, ich klinge jetzt irgendwie so wie so eine Ratschlagstante, aber ich habe das früher oft gemacht und habe es dann lange Zeit nicht mehr gemacht, aber ich finde, man lässt das Ganze sich dann nochmal durch den Kopf gehen und man liest es dann nachher nochmal nach und deswegen einfach finde ich das einfach schön, wenn man so eine Reise macht, wo man viel unternimmt und erlebt, ein Reisetagebuch zu führen. Also, ja.
So, jetzt aber. Also, ein letztes Mal. Pfiat's euch und bis demnächst. Pfiat's euch.